Also nicht, dass Sie jetzt denken, der am Rost, das ist der größte Angeber, was er jetzt ansagt, aber es ist wirklich so. Denn ich darf Ihnen jetzt mit die besten Zauberer der Welt präsentieren. Sie sind amtierende Weltmeister in der Mentalmagie und Sie haben als europäisches Paar, jetzt halten Sie sich fest, in Los Angeles nämlich den Academy of Magical Arts gewonnen. Und das ist weltweit die höchste Auszeichnung, was man als Zauberer bekommen kann. Also passen Sie ganz genau auf. Schauen Sie auf die Finger, beobachten Sie und genießen Sie. Und einen Riesenapplaus für Tommy Ten und Amelie Fantas. Hallo. Hallo, schönen Vormittag. Vielen Dank. Hallo. Wir werden halt was ganz Spezielles mit Ihnen machen. Dafür muss ich noch kurz was aufschreiben und dazu... Ach, Sie sollen es ja noch nicht sehen. Denn wir kommen tatsächlich gerade erst aus Amerika zurück und freuen uns jetzt hier in Deutschland auf Tournee zu sein. Wir sind mehr oder weniger gerade erst aus dem Flieger ausgestiegen. Ich habe hier nur Dollar in meiner Geldbörse, im Portemonnaie und was ist das? Oh, ein Lottoschein aus Hollywood. Vielleicht eine Million. Ich lasse das mal hier, Sie passen gut darauf auf. Aber zuerst... Genau, wollen wir Sie kennenlernen. Genau, und dafür werfen wir diese Bälle zu Ihnen ins Publikum. Und jetzt heißt es Mitmachtheater. Ihre Aufgabe ist es, werfen Sie sie hin und her, bis die Musik stoppt. Los geht's! Einfach aufwärmen, nach links, genießen. Nach rechts, ganz nehmen Sie ihn. Fangen. Sie haben 10 Sekunden Zeit. Einmal hier. Und wenn die Musik stoppt, einfach den Ball fangen. 5, 4, sportlich. Also 3, genau. 2, 1, stopp. Stopp, stopp. Ja, nimm ihn ruhig. Wer einen Ball hat, mal kurz hochheben, kurz hochheben. Kurz hochheben. Oder wissen Sie was? Damit es einfach ist, mal kurz aufstehen mit dem Ball. Einfach, ja, einfach mal aufstehen. Einfach mal aufstehen, aufstehen. Ach so, Sie stehen schon. Perfekt, ja. Und jetzt kommen Sie zu uns auf die Bühne. Ist Ihr Applaus. Ein kommen Sie zu Applaus. Uns. Applaus. Bitte. Schnell auf die Bühne. Ja. Einfach ganz schnell. Einmal hier in die Mitte. Doch ihr seid nicht alleine. Genau, wir haben noch Special Guests, nämlich Laura Wilde und Mark Marshall. Ein Riesenapplaus für die beiden. Da kommen sie schon. Sportlich, Mann. Einmal in einer Reihe aufzählen. Vielen Dank. Hallo. Vielen Dank, dass ihr euch alle freiwillig gemeldet habt. Ja, ja, super. Dankeschön. Ganz kurz, die Dame vielleicht hier in der goldenen Mitte sozusagen. Wie ist denn ihr Name? Iris. Iris. Iris, stell dir vor, du gewinnst im Lotto. Toll, oder? Iris, du darfst dir was aussuchen. Was würdest du denn mit dem Lottogewinn machen? Kann was Absurdes sein oder was du wirklich schon vorhast? Eine Weltreise? Eine Weltreise! Ah, das ist schön. Ja. Gleich mehrere oder nur eine? Ich meine, als. Eine Weltreise? Eine Weltreise. Können wir vielleicht die eins notieren? Halt eine Weltreise, das ist schön. Sehr bescheiden, ja. Nur eine Weltreise. Okay. Oh, Laura, ich mag deine Schuhe. Ja. Sag mal, wie viele Paar von denen hast du denn? Ja, 80 sind es bestimmt. 80? 80? Insgesamt. Meinst du so welche mit allem Drum und Dran, Glitzer und High Heels? Ja, sagen wir mal so Glitzer, High Heels. 40? 40! Für die Bühne und so, ja. Ja, klar, braucht man, ne? Kann man notieren. 40? Genau. Dankeschön, Laura. Hey, hallo, kurze Frage, wie alt bist du? 9. Das stimmt, ja, genau. Können wir auch die 9 notieren? Das 9 ist sehr Jahre schön. Alt? Die Dame hier, was ist denn Ihre Lieblingszahl, sagen wir, zwischen 20 und 50? 35. 35, okay. Das stimmt auch, ja. Und Sie dürfen jetzt zwischen 35 und 50 wählen? 49. Die 49, die notieren 49. Wir uns auf. Und dann, Marc, mit dir wird es etwas persönlicher. Was ist denn so dein Lieblingsgetränk? Badischer Wein. Badischer das Wein. Das ist super. Das hat sich extra Applaus verdient. Sag mal, wie viele, sagen wir mal, Gläser oder Flaschen? Viertel heißt es bei uns. Viertel. Wie viel trinkst du oder so im Jahr? Oder in der Woche? Ja. In der Woche ist einfacher. Also, ich würde mal sagen, 8 Viertel in der Woche. Sagen wir 8 Viertel. Also ich halte mal die 8. 8. Sehr schön, sehr schön. Sie sehen, wir haben heute Sie, unser Publikum, ein paar Fragen gestellt. Genau, aber auch wir bekommen Fragen von Zeit zu Zeit. Zum Beispiel, ihr nennt euch die Hellseher, the Clairvoyants. Wenn ihr alles wisst, wieso spielen nicht einfach im Lotto? Ja. Ich kann Ihnen heute sagen, hier, weil es ja so privat ist, wir haben gespielt und wir haben gewonnen. 2,75 €. Ich weiß, ja. Ist jetzt nicht ein Riesengewinn für uns zwei, aber vielleicht ein Riesengewinn für uns alle heute Vormittag. Marc, kannst du mal kurz zu mir kommen mit der Nummer 8? Komm doch mal hier kurz rüber. Ich nehme mal den Ball ab. Du weißt, die Geldbörse lag hier die ganze Zeit in voller Sicht. Sie haben gut drauf aufgepasst.
Da steckt ja noch mein Lottoschein drin. Nimm den mal mit spitzen Fingern heraus. Und tu mir einen Gefallen. Falte diesen mal zum allerersten Mal auf. Und lies uns doch mal die erste Zahl vor, die wir immer spielen. 01. Die 1. Ich glaube, die Dame hat sich eine Weltreise gewünscht. Was ist die Zahl danach? Die 9. Ich glaube, es wurde zufälligerweise eine 9-jährige Person auf die Bühne geholt. Danach kommt die 35. Ich glaube, das ist ihre Glückszahl. Danach kommt die 40. Ich glaube, du hast 40 Paar High Heels, wenn es mich nicht täuscht. Danach kommt die 49. Das ist von der Dame. Und last but not least, wie viele Viertel trinkst du in der Woche? Hab's vergessen. 8. Und was ist der Powerball, die Zusatzzahl? Die 8. 6 aus 49 aus einer Million. Hey. Dein Geschenk, Marc. Danke fürs Mitmachen. Aber warte noch kurz. Wir haben noch was vergessen. Die Dame, Sie wurden zufällig ausgewählt und Sie durften sich irgendeinen Preis auswählen. Was waren das? Die Weltreise. Mhm. Und wenn Sie fest dran glauben, wird auch die Weltreise in Erfüllung gehen. Vielen Dank und wir sehen uns ab Herbst auf unserer großen Deutschland-Tournee. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, Laura. Danke, Marc. Danke, Laura. Euer Applaus. Meine Damen und Herren, Tommy Ten und Amelie Fantas, einfach fantastisch. Einen riesen Applaus, meine Damen und Herren. Bis zum Herbst. Tschüss. Bis zum Herbst auf großer Tournee.